Guten Morgen, schön, dass du diesen Gottesdienst mit uns feiern möchtest. Heute ist der erste Sonntag des Monats und bei uns in Büchen bedeutet das, dass der Gottesdienst in etwas anderer Form gefeiert wird, auch abgesehen vom Online-Format. Mein Name ist Nicole Thiesen und ich darf dich heute aus meinem Lieblingssessel von zu Hause durch diesen Gottesdienst begleiten. Wir befinden uns zurzeit in der Predigtreihe Die Gefährten. Wie auch Frodo im Herrn der Ringe wird Jesus auf seinem Weg, auf seiner Mission von ganz verschiedenen Charakteren begleitet. Johannes haben wir uns beim letzten Mal schon angeschaut und heute soll es um Petrus gehen. In der Bibel lernen wir ihn als Simon Petrus kennen und er hat ganz unterschiedliche Charaktereigenschaften. Petrus tritt in verschiedenen Momenten skeptisch, selbstkritisch, euphorisch, vertrauensvoll, aber auch voller Zweifel auf und scheint am Ende als großer Versager dazustehen. Das könnt ihr euch gleich im folgenden Video angucken. Aber vorher möchte ich noch für diesen Gottesdienst beten. Danke, Vater, dass wir auf diesem Wege trotz allem gemeinsam Gottesdienst feiern können. Danke für jede und für jeden, der jetzt vor dem Bildschirm dabei ist. Sei in dieser Zeit jetzt ganz besonders bei uns und segne uns. Wir möchten diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Petrus lebte in einem kleinen Dorf am See Genezareth. Passend zu seiner Wohnlage war er ein Fischer. Eines Tages war Petrus mit zwei Kollegen, Jakobus und Johannes, zum Fischen auf den See gefahren. Leider ohne Erfolg, das Netz blieb leer. Da tauchte am Ufer ein Mann auf, der ihnen zurief, sie sollten das Netz nochmal auswerfen. Petrus war skeptisch. Was sollte das denn helfen? Doch siehe da, alles voller Fische. Petrus war so begeistert, dass er alles stehen und liegen ließ und wurde zum Gefährten Jesu. Mit Jesus erlebte er wirklich Ungewöhnliches. An einem Tag wollten die Jünger mit einem Boot den See überqueren. Sie gerieten in einen schweren Sturm, die Wellen waren riesig. Doch Jesus kam über das Wasser auf sie zugelaufen und fragte, ob Petrus das nicht auch mal versuchen wollte. Erst dachte Petrus mit scheinbar grenzenlosem Vertrauen, klar, und ging los. Dann wurde er aber doch kurz unsicher, kein Wunder. Und er begann zu sinken, aber Jesus zog ihn raus. Durch solche Erlebnisse war Petrus ziemlich schnell klar, dass Jesus ein ganz besonderer Mensch und sogar Gottes Sohn war. Als Jesus ankündigte, dass er bald leiden und sterben würde, wollte Petrus das deshalb nicht zulassen. Aber Jesus machte sehr deutlich, dass Petrus ihm da nicht reinreden durfte. Und hier ging das Versagen von Petrus erst so richtig los. Am Abend seiner Verhaftung sagte Jesus voraus, dass Petrus ihn dreimal verleugnen würde, bevor am nächsten Morgen der Hahn krähte. Petrus konnte es nicht glauben und schwor ihm Treue bis in den Tod. Doch dann ging es schon kurz darauf los. Als Jesus zum Beten in den Garten Gethsemane ging und Petrus mit zwei anderen Jüngern vor dem Garten warten und beten sollte. Petrus schlief einfach ein und das in diesem kritischen Moment. Als die Soldaten kamen, um Jesus zu verhaften, konnte Petrus immer noch nicht akzeptieren, was passieren sollte und er schlug dem Anführer ein Ohr ab. Das war natürlich nicht, was Jesus wollte. Und er heilte den Anführer. Und dann kam der angekündigte Verrat auch noch obendrauf. Petrus folgte den Männern in den Innenhof von dem Haus, in dem Jesus verhört wurde. Da standen einige Sklaven und Mägde am Feuer. Eine erkannte ihn und fragte ihn, ob er nicht auch zu Jesus gehörte. Er stritt es ab. Und das gleich dreimal. Da krähte der Hahn. Petrus fühlte sich wahrscheinlich ziemlich mies, die ganzen Ostertage über, und muss sich riesig gefreut haben, als die Frauen ihm vom leeren Grab erzählten. Und dann, als er wieder mit einigen Kollegen auf dem See Genezareth unterwegs war, tauchte Jesus plötzlich am Ufer auf. Petrus rannte zu ihm und Jesus stellte ihm dreimal die gleiche Frage. Hast du mich lieb? Klar hatte Petrus ihn lieb. Und obwohl Petrus so versagt hatte, gab Jesus ihm den Auftrag, auf seine Nachfolger aufzupassen. Damit hätte er vermutlich nicht mehr gerechnet.
Liebe Gemeinde, bei Simon Petrus geht es um Glauben an Jesus und um Freundschaft mit ihm. Und in beiden tönt er eher laut als leise. Simon ist sein erster Name und Petrus ist der Name, den Jesus ihm gegeben hat. Petrus, der Fels in der Brandung und auf den Jesus seine Gemeinde bauen möchte. Simon Petrus will alles. Zuerst nichts und dann alles. Alle Gefährten sind im Boot und setzen hinüber. Inzwischen ist es Nacht. Jesus wollte nachkommen nach seinem Gebet alleine auf dem Berg. Wie? Hatte er nicht erzählt, hatten seine Freunde auch nicht gefragt. Geht vor, steigt in das Boot, setzt über an das andere Ufer, ich komme nach. So war die Anweisung. Als Jesus dann wie eine Lichtgestalt auf dem Wasser zu ihnen kam, hatten die Jünger gleich zweimal Angst. Zuerst ein Geist. Was sonst würde auf dem Wasser zu ihnen kommen? Und als dann die vertraute Stimme mit dem oft erklungenen Satz ertönte, fürchtet euch nicht, bekamen sie es gleich ein zweites Mal mit der Angst zu tun. Es war zwar Jesus, aber Jesus ging auf dem Wasser und das ging gar nicht. Petrus aber fasste sich ein Herz. Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen, auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Das erzählt die Bibel so, als wäre es das Normalste der Welt. Zumindest, wenn man sich mit einem Jesus auf dem Wasser unterhält. Erst wollte oder konnte Petrus Jesus nicht erkennen? Und dann wollte er als Erster und als Einziger sogar auf dem Wasser zu ihm hin. Er stieg aus und ging hinüber und ging unter. Im Glaubensschritt war er eben noch so zuversichtlich, wie er auch grundlegend erschrocken war. Vielleicht waren es die Wellen oder der Wind oder das Wasser. Vielleicht hat er sich über seinen eigenen Mut erschrocken oder weil er eine Ahnung bekam, was im Glauben möglich ist. Er ging unter und wurde sogleich von Jesus errettet. Zuerst nichts und dann alles. Später am Ende, am entscheidenden Ende, ist es dann umgekehrt. Wenn auch alle Ärgernis nehmen an dir, ich niemals. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich will dich nicht verleugnen. Bei der Gefangennahme folgte dann nichts. Petrus versteht seine Treue zu Jesus so, dass er aus Verzweiflung sein Schwert zieht, um Jesus zu verteidigen, und widerspricht damit so grundlegend Jesu gnadenloser Barmherzigkeit. Nicht einem Menschen hat Jesus jemals Gewalt angetan. Dem verletzten Soldaten jedenfalls heilt er sofort das abgeschlagene Ohr, damit dieser ihn dann unverletzt abführen kann. Bei Jesus ist das irgendwie anders. Petrus geht mit, aber nicht wie versprochen in das Gefängnis, sondern im großen Sicherheitsabstand, nur um zu sehen. Helfen kann er nicht. Und schließlich folgt das Drama. Dreimal wird er gefragt. Du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Wahrhaftig, du bist auch einer von denen. Deine Sprache verrät dich. Dreimal antwortet Petrus. Ich weiß nicht, was du sagst. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne den Menschen nicht. Was für eine innere Distanz, die Petrus aufbaut. Ich kenne den Menschen nicht. Der Hahn kräht, die Blicke treffen sich und Petrus, der Felsen, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen will, ist zutiefst erschüttert, sucht das Weite und weint bitterlich. Erst hat er alles versprochen, am Ende hat er nichts gehalten. Was für eine Niederlage. Eine Niederlage im Glauben, eine Niederlage in der Freundschaft. Nach Jesu Auferweckung fragt er ihn, nicht gleich zuerst und sofort, sondern nachdem Jesus vorher schon anderen Männern und Frauen begegnet ist und nachdem Jesus zusammen mit Simon Petrus und mit Nathanael und Andreas und zwei weiteren Jüngern Fisch gegrillt und gegessen hat. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Dreimal.
für jede Verleugnung eine Frage. Und dreimal antwortet Petrus: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus baut von seiner Seite aus eine neue Grundlage für ihre Beziehung. Er begegnet Petrus und er knüpft mit seiner Aufforderung: Werf das Netz zur Rechten des Bootes aus, an die gemeinsame Erfahrung ihrer ersten Begegnung, als Jesus Simon Petrus zur Nachfolge beruft. Und dann isst er mit ihm und stellt ihm schließlich die Frage. Sicherlich nicht erst dann, um ihn vorher zu grillen. Ich stelle mir vor, dass Petrus bis dahin kaum gewusst haben wird, wohin mit sich. Beide wussten, was zwischen ihnen steht. Ich denke, dass Jesus zuallererst eine Basis schaffen wollte für ein Gespräch, um damit zu zeigen: Simon Petrus, die Basis deines Vertrauens zu mir liegt nicht in den Wundern, an denen du in der Vergangenheit teilhaben konntest, sondern die Grundlage für all das liegt in meinem Vertrauen, liegt in meiner Liebe zu dir. Und aus dieser Liebe heraus frage ich dich: Hast du mich lieb? Freundschaft braucht eine Basis, Gemeinschaft, gemeinsame Zeit, sowie die Bereitschaft zur Vergebung und sich vergeben zu lassen. Und der Glaube an Jesus? Wie steht es um den? Simon Petrus ist ein Mann des Glaubens, der bei seiner ersten Begegnung mit Jesus auf sein Wort hin entgegen aller Erfahrung und entgegen aller menschlichen Vernunft am helllichten Tage die Netze auswirft. Nur mit dem Satz auf den Lippen: Auf dein Wort hin. Die Netze bersten, der Kahn droht zu sinken und dieser Mann des Glaubens folgt ihm nach. Und später? Wir wissen nicht, ob Petrus einen oder zwei Schritte auf dem Wasser ging oder vielleicht 100 Meter, bis er dann untergeht. So enttäuschend diese Erfahrung ist, so sagt dieses Ereignis zugleich: Auch kein noch so großes Wunder stärkt den Glauben auf Dauer. Selbst wenn ich ein ähnliches Wunder im eigenen Leben erleben würde, selbst wenn ich Gottes Handschrift in meinem Leben deutlicher erkennen könnte, das alles wäre keine Garantie gegen künftige Zweifel oder Schwächen. Ich würde keine Immunität entwickeln gegen Anfechtungen im Glauben. Das bedeutet wiederum, der Glaube an Jesus und das Vertrauen zu Jesus ist nicht abhängig von Jesu Wundern in meinem Leben. Ich muss nicht warten, bis auch ich unmissverständlich in meinem Leben das Handeln Jesu erkennen kann. Das kann ich alles im Glauben erwarten, darum beten und darauf hoffen. Und nicht zu knapp. Aber mein Vertrauen ist nur abhängig von einem einzigen Wunder, dass Jesus Vertrauen zu mir hat und es behält. Er ist es, der Petrus sofort zur Seite steht und ihn aus dem Wasser zieht, mit den Worten: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Es wäre also im Glauben noch mehr möglich. Das ist Jesu Zuspruch und zugleich seine Zumutung. In unserem Glauben ist mehr möglich als nur ein Gefühl von Geborgenheit in unsicheren Zeiten. Und das ist ja schon viel. Aber völlig unabhängig davon, wie viel mehr geht, wie viele Schritte Petrus tatsächlich auf dem Wasser gegangen ist, der Zuspruch ist die fest zugreifende Hand Jesu, mit der er rettet. Diese unerschütterliche Liebe Jesu zu Petrus und zu allen Menschen, die ihm nachfolgen, gibt mir die Hoffnung, auch wenn alles um mich herum fällt und so vollkommen unsicher ist wie in diesen Zeiten. Amen. Zeit.
dich mit meinen Feinden schlägst. Ich vertraue dir mehr als mir und ich liebe dich dafür, dass du bist, wie du bist, dass du niemals vergisst, was das Wichtigste ist. Wir beide immer. Immer werden wir so bleiben, das wünscht sich Petrus. Er selbst versagte jedoch, hatte nicht den Mut, bei Jesus zu bleiben und noch nicht einmal ihm bis ins Letzte zu vertrauen. Mir geht es oft ähnlich. Aus einem erhörten Gebet oder einem anderen Erlebnis mit Gott gehe ich mit einem Hochgefühl raus und habe das Gefühl, ich kann übers Wasser laufen. Und dann kommen Zeiten, in denen ich vergesse oder es nicht schaffe, den Blick auf Jesus zu richten. Da habe ich dann schnell das Gefühl, ich kann noch nicht mal schwimmen. Aber immer, wenn ich unterzugehen drohe, mir selbst nicht mehr helfen kann, verspricht Jesus, mich rauszuziehen. Er verspricht, uns aus der Tiefe zu ziehen, wie Petrus, aus der Tiefe der Einsamkeit, der Corona-Krise oder sogar aus der Tiefe des Todes. Egal, wie häufig wir Mist bauen. Und Jesus möchte uns sogar immer noch als seine Gefährten, als Mitarbeiter Gottes. Er gibt dich nicht auf und traut dir sogar mehr zu, als du dir selbst. Lass uns diesen Gottesdienst jetzt mit Gebet beenden und vielleicht hast du ja Lust, nächste Woche wieder mit uns Gottesdienst zu feiern. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Als Mensch hat er alles erlebt. Die Höhe von Freundschaft und die Tiefe von Verrat und Enttäuschung. Das pralle Leben und den schrecklichen Tod. Du hast ihn am Kreuz sterben lassen und du hast ihn am dritten Tage auferweckt. Wir danken dir, dass in ihm alles überwunden und erlöst ist. Enttäuschung und Schmerz, Krankheit und Tod. Und wir bitten dich, stärke in uns die Hoffnung, dass wir in Jesus einen Freund haben, der zu uns hält. Und der von uns nichts erwartet, außer ein offenes Herz und eine offene Hand von ihm zu empfangen. Und so bitten wir dich, stärke unser Herz, mach es fest in dir, dass wir Hoffnung haben in diesen Zeiten und in diesen Tagen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.